Yep. That's perfect. Das ist das Ding. Du bist schon am Aufnehmen, ne? Ja, ja. Schon. Moin, moin, ihr beiden. Moin. So, tja, dann erzähl doch mal ein bisschen was. Wie ist denn hier mit Fortress wieder zusammengekommen? Ach, wie ist es zusammengekommen? Wie sind wir zusammengekommen wieder? Ja, wir haben festgestellt, dass wir erstaunlicherweise nicht nur 20 Jahre Jubiläum Defenders of the Crown haben, sondern auch schon 10 Jahre den Release von Raided Land. Ja, und das will nur eigentlich zum Anlass nehmen, mal so ein bisschen was zu erzählen, wie das alles so zustande kam, ne? Genau, zustande gekommen ist. Ein langer, verrückter Weg, muss man sagen. Kleines Wunder. Wenn man jetzt mal so zurückdreht, eigentlich müsste man hier so bis Ende 2008 mal so zurückgucken, weil ich glaube, da hat er mich dann nach langer Zeit zum ersten Mal wieder mit Jotti und Lucky getroffen. Mhm. Und da war jetzt gar nicht unbedingt Sinn und Zweck, irgendwie da die Band zu reformieren, weil das war so weit weg für mich. Und das werde ich vergessen, ne? Unabhängig davon, dass wir alle normal unsere Jobs haben, Familien haben, es waren ja auch alle in anderen Bands aktiv, ne? Jotti über Victory, Lucky noch bei In Case of Fire, so. Und ich hatte auch gerade hier The Trophy gegründet, Album in Vorbereitung, Plattenvertrag unterschrieben. Das war richtig weit weg für mich, das Thema, ne? Ja, ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, du hast mich angerufen. Ne? Ich hätte dich dann den gleichen Abend noch angerufen, aber auch beim Gespräch selbst, natürlich, wie er so ist, ne, sitzt da beim Bierchen zusammen, schwelgt seine Erinnerungen und Lucky sagt dann plötzlich, warum reformieren wir uns nicht einfach? Habe ich gedacht, wie soll das gehen, ne? Also schon ein Zeitfaktor. Wie soll das hinhauen? Und ja, Jotti war halt auch so ein ausschlaggebender Punkt. Jotti natürlich, dass der dabei war, das war auch wichtig. Das war schon interessant. Aber ich war schon super kritisch, weil ich auch gesehen habe, zum einen waren wir ja nicht komplett und vor allem, wie kriegen wir es überhaupt hin? Und ich habe natürlich auch gesagt, also, wenn ich überhaupt mitmache, wie gesagt, erstens, Volker muss mit an Bord, da waren wir uns aber auch einig, das war für alle klar. Mhm. Das nächste war, wenn wir es machen, dann kompromisslos zurück zum Stil der ersten beiden Alben. Ja. Sonst bin ich nicht dabei. Und was ich halt dieses Problem hatte mit dem Release von The Trophy, weil das Ding war gerade fertig. Das sollte dann irgendwie ein paar Monate veröffentlicht werden. Promoarbeit, die ganze Vorbereitung. Hab gesagt, also wenn vielleicht die Promo irgendwann durch ist, dann sehe ich überhaupt ein Zeitfenster, dass man sagt, wir versuchen es wenigstens. Weißt du? Mhm. Ja, und dich hatte ich ja dann den gleichen Abend angerufen. Du bist, glaube ich, auch aus allen Wolken gefallen. Ja, nur ein bisschen gar nicht mit gerechnet. Ne? Und dann haben wir beim Märchen gesessen. Und das nächste Mal weiß ich dann eigentlich schon, dass wir dann unseren Proberaum getroffen haben und eigentlich mal gucken wollten, ob es überhaupt noch so klappt, ob überhaupt so der Spirit noch da ist. Ne? Ja. Und da habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, wow. Da geht noch was. Hätte ich nicht gedacht, ja. Das hat sehr gut funktioniert. Ja. Dann ging das so langsam an. War natürlich dann schon in der Pflicht, dass wir einen Bassisten finden mussten. Ja. Einen Keyboarder. Genau. Ja. Und dann kam Ingmar und Dirk schon mit ins Spiel. Ja, und vor allem, nur dadurch, dass Ingmar ins Spiel kam, kam überhaupt Dirk. Kam bei Dirk. Überhaupt. Weil Ingmar kannte Dirk. Und das war ja auch ein absoluter Glücksgriff für uns. Ja, vom Songwriting her auf jeden Fall. Echt schwer war natürlich überhaupt Keyboarder zu finden für die Art von Musik. Ja, heutzutage finde ich generell ist es schwer. Wie lange haben wir einen Sänger gesucht? Ja. Unglaublich. Das war natürlich schon ein ganz schöner Tiefschlag, als wir so 3,5 Songs dann festgestellt hatten, ja, Götti kann nicht mehr singen. Mhm. Ja. Dass wir gucken mussten, das war das Level, was wir da angefangen hatten, auch wirklich bis zum Ende halten. Da kommt zum Beispiel jetzt einer ins Spiel, Andrew McNeese. Also Leute, die den nicht kennen, damals hatte Andrew McNeese, der wohnt in Tasmanien, glaube ich, weltweit das größte Webzine so für traditionellen Hardrock, Melodic Rock, auch so ein bisschen Melodic Metal. Und das war eigentlich auch immer einer, der uns früher unterstützt hatte. I've been following this website called melodicrock.com
which is like a website that's really important and in the world of AOR, melodic rock, hard rock, etc. And I've been following them for ages. I mean, this site has been active since 1998. Andrew hat uns immer geholfen, fragen wir einfach mal. Wobei es auch nicht selbstverständlich war, weil sein Webseite ist ja jetzt keine Musikerbörse. Und Andrew hat es trotzdem gemacht. Ne? Der hat ja uns geschaltet, glaube ich. Ne? Und das war, glaube ich, auch das Entscheidende damals. One of the news items that Andrew posted that week was that German band Human Fortress was looking for a singer. And I heard of Human Fortress before, and they came out with Defenders of the Crown and all that when the power metal thing was big. It was big in Brazil. Wir hatten ja vorher noch woanders besucht. Wir hatten ja erstmal hier so bei uns die Szene abgeklappert, Deutschland, Deutschland, Europa. Ausland geguckt und nichts gefunden. I got in touch with them. It was April 2012. And I started talking to Todd. We started exchanging messages and files. Wir hatten mir dann, ich glaube, wir hatten zwei, drei Demo-Songs fertig, ne? Mm-hmm. So in der Anfangsphase und haben uns überlegt, willst du wirklich einen Sänger von einer anderen Erdhalbkugel quasi, ne? Und dann hatten wir ihm die Songs geschickt, ist dann ins Studio gegangen und das hat uns umgeblasen, weil da ist es, ne? Checking the album, they sent me a few songs like Wasted Years to check out. But if I'm not mistaken, the two first songs I tracked with them, I don't think I tracked any old songs. I don't know why I had in mind that I had tracked one of the old songs, but I'm not sure if I actually did. But I recall recording Child of War. You can heal me, wear me down. No one can free me. I have a mind on my own. You can heal me. No, you don't. I'm just a lonely soul. A child of war. And I think it was Restless Souls. We are band of brothers searching all around the world. Your restless souls. It was something that they sent me the instrumental tracks, and I put and I created some melodies. And it's funny. There's even. Even a small part there that is something that I had for years before. So it was I was really happy to that it found home. Und damit hatten wir zumindest dann ja zumindest schon mal einen Sänger. Ganz ja, wichtig und natürlich auch jemand zu finden, der wirklich auch so gut reingepasst hat, menschlich, musikalisch. Auch ein großer Glücksgriff, ne? Auch für mich jetzt noch hinzukam, gerade so, wenn ich jetzt an Gast denke, weil Gast kannten wir ja auch nicht. Also, wir kannten natürlich ein paar Sachen, die er gemacht hat, mit Adagio zum Beispiel. Aber das war für mich auch völlig ungewohnt, weil sonst war natürlich Jötti immer an meiner Seite, dass ich jetzt auch wirklich mich um Gesang kümmern musste und auch mehr um Texte. Gut, ganz früh hatte ich es auch immer schon ein bisschen gemacht, aber da hatte ich natürlich immer noch ein Jötti in der Band, ne? Und jetzt war es für mich komplett neu, dass ich irgendwie auch jetzt Gesangslinien mich überwiegend drum gekümmert habe, Texte gemacht habe. Das war für mich auch eine ganz schöne Umstellung. Das war, glaube ich, eine Herausforderung. Da bin ich ja auch echt, also so das Texten, das ist schon ja nicht ohne. Todd is the main songwriter in the band and he always sends the stuff with the vocal lines and he's always great with the lyrics. He's always very creative. And most of the times, I just try to enhance a little bit what I see, his vision a little bit, mostly as a singer, because of course
is when you have guys who are not full-time singers, and they're coming together with vocal lines and stuff like that. Sometimes it's a challenge, because sometimes you have some note skips and stuff like that that you know you have to adjust. But we did a lot of that on pre-production. Du hast ja auch Kontakt aufgenommen mit AFM, ne? Das war ja eigentlich dafür gedacht, dieser Kontakt, um unser Debüt neu zu veröffentlichen. Und auch da muss man jetzt wieder auf den nächsten Weggefährten zu sprechen kommen, nämlich Metzinner. Stimmt. Metzinner kannte ich vorher schon, weil der hatte auch damals, meiner Band, die ich damals hatte, Cold Night Eternal Empire, Trophy, Metzinner hat uns damals den Plattenvertrag besorgt bei Frontiers Records. Okay. Und der fiel mir dann wieder ein, dachte ich, Mensch, wen fragst du, wem kannst du vielleicht das Debüt nochmal anbieten? Ja. So, und Metzinner sagte, ich weiß, AFM hat das in der Vergangenheit gemacht, der hat mir dann Timo Hoffmann genannt. Mhm. Und da kommen wir zum nächsten Weggefährten eigentlich, der uns geholfen hat. Weil ich glaube, ohne Timo Hoffmann hätten wir den Vertrag bei AFM Records, glaube ich, nicht bekommen. Mhm. Und der fand witzigerweise die Lord of Earth als sehr gute Scheibe. Ne? Ja, also er kannte uns und er mochte auch das Debütalbum sehr gerne. Ja. Timo, glaube ich, die ersten ein paar Songs geschickt, ne? Ja. Und hat gesagt, alles klar, Leute, macht euch keinen Kopf. Ja, und das war natürlich auch, das rechne ich auch hoch an, weil die haben uns wirklich ja alle Zeit der Welt gelassen, um das Ding fertig zu machen. Mich persönlich hat es auch so ein bisschen beruhigt, ne, dass du dann so ab irgendeinem Zeitpunkt, ich weiß nicht, waren es 5, 6 Songs, vielleicht 7, und du hast gemerkt, das Level war hoch, das hat alles gepasst, das hat uns Spaß gemacht und das, was wir reingesteckt haben, man hat das wirklich gemerkt, dass das Potenzial da war. Ja. Und als er dann auch gesagt hat, Leute, ist alles gut, macht euch keinen Stress, das, was ich höre, gefällt mir sehr gut. Da war ich auch so ein bisschen. Du warst auch ein bisschen beruhigt, weil du wusstest, du hast auch für dieses Werk hinterher einen Abnehmer. Und das wird laufen auch. Ne? Ja. Also für mich waren in erster Linie erstmal die Songs wichtig. Ne? Ja. Und absolut. Das war da, die Grundpfeiler waren da und von da auf konnte man dann arbeiten. Dann stand André in der Tür, beziehungsweise saß dann in der Stube. Das wir wieder beim Thema Freunde und Weggefährten. Wir haben natürlich mal überlegt an Bassisten, aber uns sind nicht so viele eingefallen. Und dann haben wir tatsächlich mal den Christoph Speidel gefragt. So, also Christoph Speidel, Leute, die nicht in Hannover wohnen, kennen ihn vielleicht nicht, aber jeder Mucker in Hannover kennt Christoph, weil Christoph damals hier den geilsten Plattenladen hatte. Da gingen Leute ein und aus. Ich war da damals auch Stammkunde. Und Christoph hat uns auch mehr als einmal geholfen. War immer bei den Konzerten und hat Fotos gemacht. Absolut. Und den hatten wir halt gefragt. Ja. Und Christoph kann André. Kennst du zufällig einen Bass an den Stuhl und einen Bassisten? Ja, kennt doch André Hort? Nö. Nö. Kennen wir nicht. Ja, und nach Ingmars Ausstieg kam ich dann ins Spiel. Ende März 2013 hatte mich Christoph kontaktiert. Er kannte mich von Rough Silk und ich ging in seinen Laden auch ein und aus, habe Platten da bei ihm gekauft. Und er wusste halt, dass bei Rough Silk aktuell, dass sie auf Eis liegen. Also da war in dem Zeitraum war nichts geplant. Ich war sowieso auf Suche. Und er hatte mich dann kontaktiert und meinte, ja hier, wie sieht's aus? Human Fortress würden Bassisten suchen. Hast du da nicht Bock drauf? Da dachte ich, ja gut, Human Fortress vom Namen her schon mal gehört, aber leider nie mit der Musik beschäftigt. Ich wusste, sie kommen aus Hannover, aber nee, leider nicht damit beschäftigt. Ich hatte dann auf YouTube geschaut, Mensch, was machen die denn so? Guckst du mal? Das erste, was mir YouTube angezeigt hat, war das hatte der ehemalige Bassist Pablo bei sich auf seiner YouTube-Seite, das Contrast-Video von der Eternal Empire. Hatte zu dem Zeitpunkt halt die meisten Aufrufe und wurde mir angezeigt. Dachte ich, ja super, geil, gefällt mir.
mache ich mit. Ja, und hatte dann Christoph gesagt, alles klar, ich mache die ganze Geschichte, würde mich freuen, gib meine Kontaktdaten weiter. Daraufhin hatte sich dann auch schon Toddy bei mir gemeldet und sagte, Mensch, hier, lass uns mal treffen. Unser Sänger ist auch gerade da. Ich glaube, das war sogar schon den nächsten Tag, innerhalb von 2 Tagen. Komm mal zu Volker, da treffen wir uns dann alle. Die beiden Vorgängeralben wie Defenders of the Crown und Lord of Earth and Heaven's Hair hatte ich erst zum späteren Zeitpunkt gehört, nachdem ich schon zugesagt hatte. Und in diese Richtung sollte ja dann auch Raided Land wieder gehen. Ausschlaggebend war eigentlich einzusteigen wegen diesem Contrast-Song. Naja, wenn ich mal an die Eternal Empire-Zeit zurückdenke, da habe ich oft in Interviews auch gedacht, da hast du das dunkelste Kapitel eigentlich in der Bandgeschichte. Jetzt im Nachhinein, ja, ist richtig, passt nicht zu der Band, das ist klar. Aber das war, ich finde das Album nach wie vor super, auch wenn die anderen Bandkollegen mir da widersprechen. Es ist halt, es steht der falsche Name drauf. Es hätte nicht Human Fortress draufstehen dürfen. Ansonsten eigentlich auch ein Top-Album. Aber ich kann nur von Glück sagen, dass natürlich Defenders of the Crown und Lord of Earth and Heaven's Hair auch meinen Nerv getroffen haben, mir echt sehr gut gefallen, weil ja, das wäre sehr blöd gewesen, wenn ich aufgrund von Contrast zugesagt hätte und das jetzt komplett in eine andere Richtung gehen würde, welche mir gar nicht gefallen hätte. Ich meine, Human Fortress hätten vorher auch Schlager machen können, wäre blöd gewesen für mich. Mit dem neuen Bassisten André wusste ich eigentlich überhaupt gar nicht so, was da auf uns zukommt. Ja. Konnte ich eigentlich gar nicht wirklich einschätzen. Aber wenn jemand kommt und du hast da bist in der Vorproduktion von einem Album, der da so entspannt sitzt und sagt, Leute, ich mach das, ich finde das gut, ne? Ja. Und der auch schon in anderen Bands gespielt hat. Wir wussten, dass er ein erfahrener Basser ist. Genau. Und also ja, da hatte ich, den haben wir auch freie Hand gegeben lassen, hat er. Ne? Genau, und richtig, mach mal. richtig guten Job gemacht. Und dann war er schon in Vorbereitung eigentlich, ne, für das Video, das ja auch gemacht werden sollte. Ja, und als wir uns dann bei Volker getroffen haben, wurde gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Gast war auch schon da. Der war zu dem Zeitpunkt schon in Deutschland. Und es wurde sich natürlich erstmal unterhalten über die musikalische Ausrichtung, in die Human Fortress jetzt wieder gehen wird. Halt interne Geschichten. Und wir haben da schon gemerkt, dass wir wirklich auf einer Wellenlinie sind. Ich habe dann gleich ein paar Demo-Songs bekommen zu Raided Land, wo ich glaube, Child of War war das. Ich denke mal Restless Souls und Wasted Years. Und das klang alles für mich fantastisch. Und da hieß es hier, ne? Tu dir Wasted Years drauf, am 18.04. drehen wir ein Video. Oh, super. Das geht ja flott. Und erst beim Videodreh habe ich dann auch den Rest der Band kennengelernt. I went to Germany for the first time to get together with the guys and record the album and shoot the video for Wasted Years and do the photo shoots and stuff. It was a wonderful, wonderful time. Tja, und am 18.04. haben wir dann in Gut Steuerwald in Hildesheim das Video zu Wasted Years gedreht. Unter der Leitung von Yannick Chopti, der einen super Job gemacht hat. Yannick Chopti hatte bis zu diesem Zeitpunkt zum größten Teil nur Deutsch Rap- und Hip-Hop-Videos produziert. Und ich dachte zuerst, oh, ob das was wird? Ich weiß ja nicht, aber doch. Das ist, also er hat einen super Job geleistet. Eins unserer besten Videos, wie ich finde. Und der konnte die Bilder zu Wasted Years super einfangen. Das war klasse Arbeit. Bin ich immer noch von begeistert. Neben dem Videodreh organisierten wir auch gleich ein Fotoshooting mit Sven Wenige, der tolle Fotos von uns einfing, welche auf den Raided Land Album zu finden sind und die wir auch damals zu Promo-Zwecken genutzt haben,
in Zeitschriften wie Legacy, Metal Hammer, Rock Hard. Also alles im Allem ein sehr produktiver Tag mit tollen Leuten, die alle ihren Job verstehen und diesen Job auch super ausgeführt haben. Ein Video zu dem Making-of, das könnt ihr euch auch auf unseren Kanal angucken. Das ist, da könnt ihr mal so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie das da alles so vonstatten gegangen ist. Und ich finde, dass man bei dem Making-of auch gar nicht merkt, dass das quasi eine neu zusammengesetzte Band ist. Wie gesagt, das war das erste Mal, dass wir uns alle getroffen haben. Da merkt man schon, dass da doch der Zusammenhalt in der Band sehr stark ist. Ich weiß noch, wo wir bei Michael Braunmann, ne, im Studio, da hatten wir die Gesänge aufgenommen mit Gas, ne? Den ja. haben wir auch gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ja. Den kanntest du wieder. Ja, auch da müssen wir natürlich auch wieder ein bisschen ausholen, ne? Weil auch der Name Michael Braunmann, auch der taucht immer wieder häufiger in unserer Diskografie auf. Der hat zum Beispiel schon die Backing-Gesänge für unser Debütalbum eingesungen. Mhm. Wissen vielleicht auch nicht mehr so viele, ne? I went to Germany to track the album, and I think it was we tracked the vocals at Michael Bormann's studio, which was actually located on a bunker in I think it was Duisburg. I don't really remember the name of the town. It was. And we tracked the vocals there. It was super cold, but at the same time, I was super excited because actually I was already familiar with Michael Bormann's work beforehand. I was familiar with what he did as a singer with Jaded Heart and some other of his band-projects. And it was a great combination, man. He was a great coach along the way. It was a great experience. He was able to extract some of the best vocals in my career. You know, I still to this day think that the vocal tracks in Dark Knight are some of the best vocals from my whole career as a singer. Der Dark Knight, der ist in irgendeiner Playlist gelandet und da gingen die Streaming-Zahlen hoch. Ich glaube, das ist sogar der meistgestreamte Song nach ja, The Crown. Ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, der zweitmeistgestreamte Song ist es. Und wir haben uns gewundert, wieso, ne? Sonst von dem Album. War auch keine Single-Auskopplung, ne? Sondern. Irgendwie ist der irgendwo reingerutscht, der Song. Und der ist ja auch gut. Da haben wir im Nachhinein dann sogar noch ein Lyric-Video gemacht. Ne? Ja, aber auch später, stimmt. Vorsichtig erstmal warm werden und ja, dann einsingen. Genau. Und der Song war vom Gesang her, der war wirklich hart, sehr hart. I remember it was super cool. I'm Brazilian. So I remember first time I was in the studio with the guys, I remember it was like super cold. And I had to look at my archives because I still have a couple of nice pictures from the recording and my vocal booth, and the guys were so nice, you know, making warm tea and honey and stuff. I had some sprays for my vocals because I was super super afraid that, you know, I could have some kind of vocal issue because of the temperature of the climate. But at the end of the day, everything worked. Eigentlich sollte das der letzte Song gewesen sein, den wir aufgenommen hatten. Und den letzten Studiotag, dann haben wir einen Song noch umgekrempelt. Ja. Weißt du das noch? Das war. Wir hatten noch Gladiator an uns nochmal vorgenommen. Gladiator, der war das. Weil der war Anfang, ja, der Refrain. Da hat der Power gefehlt, so ein bisschen, ne? Ja, weil er eine Oktave tiefer eingesungen hatte. Mhm. Und dann hat er nochmal einen draufgelegt, ja, und das hat es nochmal richtig gebracht, ne? Dann war's gut. Fighting in fury, the devil won.
und als die Jungs dann von Michael Bormann wiederkamen, mit den Gesangsspuren von Gas im Gepäck, habe ich erstmal einen Rough Mix bekommen. Und der Rough Mix klang schon fantastisch. Es ging dann für mich los, die Bassspuren einzuspielen. Man muss dazu sagen, den Bass-Sound auf der Railland ist der beste Bass-Sound, den ich hier hatte. Also Seb Levermann hat dann einen super Job geleistet. Ich habe mir immer gewünscht, so einen Bass-Sound zu haben. Und genau dieser Bass-Sound ist auf der Railland vorhanden. Ich habe das Ding gehört und dachte, wow, was für ein gottverdammter geiler Bass-Sound. Da geht nichts drüber. Auch da schließt sich die nächste Person an, die ganz wichtig ist, Seb Levermann. Weil durch Timo kam wiederum Seb Levermann ins Spiel. Seb hat da echt einen Mörderjob gemacht und für mich ist die Railland bis heute, ja, vom Sound her unser bestes Album. Ist Geschmackssache, aber für mich, das ist gut. Ist das also wirklich vom gut. Klang her für mich, ja, mein Favorit. Da passt alles, ne? Ja, bei der Railed Land hat man den Vorkanteil ein bisschen runtergeschraubt, aber nicht bewusst. Ich denke, das lag daran, dass wir da jetzt neue Leute an Bord hatten, weil zur Defenders-Zeit so die größten Folk-Fans, das waren ja Jotti, dann Pablo und Dirk, die waren ja plötzlich nicht mehr da. Und ich glaube, das war sicherlich auch mit ein bisschen Ausschlag geben, dass wir jetzt ein bisschen weniger folkige Melodien auf dem Album hatten. Ja. Da muss man halt auch sagen, er hat, also Dirk Lieben, auch ein großer Fan von der Defenders, von der ganzen Scheibe. Ja. Ja. Und im Speziellen auch von dem Song. Und das war für ihn auch irgendwie der Grund. Er war so ein bisschen mehr Richtung Gaming unterwegs. Ja, Filmmusik. Teilweise auch so Filmmusik. Ja, genau. So geschrieben auch schon und ist in diesem Zusammenhang irgendwie auch über uns und das Album gestolpert und hat gesagt, auf jeden Fall macht er das. Ja, mit. Aber die Mischung hat es auch wieder gebracht, ne? Dirk Lieben, ja, der war schon sehr wichtig, als er dann eingearbeitet war. Da haben wir dann wirklich einen gefunden, ja. Der dann die Fußstapfen, die Dirk Marquardt hinterlassen hat, dann ausfüllen konnte, ne? Und wir hatten wieder einen Dirk. Ja, Dirk hat halt so ein bisschen gebraucht, bis er sich gefunden hat, ne? Ja. Aber ich kann mit einem gitarrenlastigen Album sehr gut Cover-Artwork würde mir noch einfallen. Christian Kuhlis. Auch den, ja, den müssen wir erwähnen, weil der hat ja bis auf das letzte, ne, Epic Tales and Untold Stories, davor hat er alle drei Artworks gemacht, ne? Epic Tales hat er das Cover noch gemacht, ja. Das hat er noch gemacht. Ja. Und da hatten wir halt auch wieder das Glück, dass der einfach... ja, tolle Ideen hatte, ne? Na, also auch sowieso schon ein Artworker, der konnte das Handwerk gut und wir haben dem die Songs geschickt, die Texte und sowas und konnten uns vorstellen, ja, haben wir halt so Railed Land dann tatsächlich so ein bisschen so dieses Eroberungsthema. Ja, ne? Ja, genau. Und das hat der hammermäßig umgesetzt. Ne? Ja, also Thieves genauso, gut. Auch die Rain of Gold. Ja. Rain of Gold finde ich persönlich richtig fett. Ja. Also, ja, das ist ja so mit den Covern, bin ich jetzt nicht so derjenige, der sich da vielleicht einen Kopf drüber macht. Aber wenn man sich mit Leuten unterhält, sagen viele immer weniger ist mehr. Dass du so ein, zwei Eyecatcher hast auf diesen Covers. Und da war mir beim Railed Land so, da habe ich so gedacht, Mensch, im Nachhinein muss ich sagen, sehr gute Arbeit. Und die Rain of Gold, das war vom Thema her einfach so cool. Vorne der König durchgedreht, so völlig im Wahn und... Das ist doch und interessant. Ja, und mit Christian werden wir natürlich auch in Zukunft arbeiten, weil der wird das Artwork machen für das neue Album. Ja, da ist er ja schon bei. Der ist schon bei. Und ich finde auch, wenn man das jetzt mal so aufgreift vielleicht, ne, die Railed Land ist aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen untergegangen. Also als wir dann live gespielt haben, wo wir dann übrigens auch, das hatten wir auch Seb Levermann zu verdanken, live gespielt haben, da haben ja die Fans dann auch gefragt, Mensch, jetzt, welches Album würdet ihr denn so empfehlen? Und dann habe ich auch gesagt, Mensch, wenn du uns gar nicht kennst, die vielleicht am wenigsten Beachtung gefunden hat, wäre vielleicht die Railed Land eigentlich genau die nach unserem Wiedereinstieg, wenn man so will. Ne? Ja, wobei jetzt, wenn man jetzt nochmal sich so die Streaming-Zahlen anguckt, ne, da habe ich jetzt schon festgestellt, so das Album, das holt so langsam auf
Und ich glaube, jetzt gibt es auch Leute, die es erst jetzt entdecken teilweise, nachdem wir nun mehrere Alben veröffentlicht hatten, auch nach Rated Land. Mhm. Merkt man schon. Kann das man haben wir lange erzählt. Das haben wir echt viel erzählt. Ne? Mit den ganzen Informationen, die wir euch da jetzt geliefert haben, wie das Ganze zustande kam, dann könnt ihr sicherlich nachvollziehen, ja, warum das ein besonderes Jubiläum für uns ist. Ja, und auch hoffen wir natürlich, dass wir nicht zu viel erzählt haben und euch das nicht ein bisschen langweilt. Interessant ist es vielleicht für den einen oder anderen. Vielleicht findet es ja auch ein bisschen Anklang. Auf jeden Fall danken wir immer wieder für euer Interesse und auch diejenigen, die uns verfolgen und auch gerne persönlichen Kontakt halten oder auch gerne mal eine kleine Message schreiben, wo wir dann versuchen, zeitnah zu antworten. Guckt es euch an, 20 Jahre Defenders, 10 Jahre Rated Land. Für uns eine spannende Zeit, immer gewesen, ist es auch immer noch und wird es auch noch ein bisschen bleiben. Ja. Und ich denke, nächstes Jahr werdet ihr dann wieder von uns hören. Einiges von uns hören, wir haben einiges in Vorbereitung in der Pipeline. Da kommt einiges auf euch zu. Aber erstmal danke, dass ihr das Jubiläum mit uns feiert. Macht's gut. Ciao. Ciao. So, und da die älteren Herrschaften meiner Bandkollegen nie daran denken, wenn wir ein Video aufnehmen, macht das jetzt mal das Nesthäkchen. Also Leute, vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Es könnten echt wesentlich mehr Abonnenten sein. Ich weiß, wir machen nicht viel Videos, aber wenn, seid ihr die Ersten, die es erfahren. Also in dem Sinne, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.